Përshën deti miq, unë jam Danieli dhe mjësëmi në kanalin tim, o Gjerman. Sot, do të vazhdojmë një tjetër animacion. Në këtë animacion flasim për Nils dhe Steve, që po planifikojnë një udhëtim drejt Berlinit. Nësë ju përqen këto lojtë tregimesh, unë kam shkruar një libër, Tregimet e shkutra në Gjermanisht. Sigurisht që edhe me përkthim në Shqip, do më thonë fjallori ose fjallet më të rëndësishme i kam përkthyrë në Shqip. Libri mund të porosit në Amazon dhe linkun mund të gjeni poshtë në përshkrimin e videos. Për pas të fillojmë, mos harroni të abononi kanalin tim dhe të klikoni zilin për të marrë njoftim sa herë që më postoj një video të re. Tani, le të fillojmë me video. Auf geht's! Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Ich würde gerne ein paar Städte in Deutschland besuchen. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Ich würde gerne ein paar Städte in Deutschland besuchen. Es gibt so viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, dass ich in Europa mehr gereist bin als in Deutschland. Es gibt so viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, dass ich in Europa mehr gereist bin als in Deutschland. Wir haben zwar nicht so gutes Wetter, aber dafür haben wir eine ganze Menge schöne Städte. Wir haben zwar nicht so gutes Wetter, aber dafür haben wir eine ganze Menge schöne Städte. Mein Handy klingelt. Wer kann das wohl sein? Mein Handy klingelt. Wer kann das wohl sein? Hallo Steve, schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Was machst du gerade? Hallo Steve, schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Was machst du gerade? Hey Nils, mir geht es gut und dir? Sag mal, hast du gerade Urlaub? Hey Nils, mir geht es gut und dir? Sag mal, hast du gerade Urlaub? Ich bin gerade zu Hause. Ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Warum fragst du? Ich bin gerade zu Hause. Ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Warum fragst du? Wie cool! Ich habe auch Urlaub. Nur für 3 Tage. Aber das reicht ja, um einen Ausflug zu machen. Wie cool! Ich habe auch Urlaub. Nur für 3 Tage. Aber das reicht ja, um einen Ausflug zu machen. Das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Hast du an etwas Bestimmtes gedacht? Das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Hast du an etwas Bestimmtes gedacht? In der Sächsischen Schweiz kann man richtig gut wandern gehen. Wäre das etwas für dich? In der Sächsischen Schweiz kann man richtig gut wandern gehen. Wäre das etwas für dich? Wandern ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Wie sieht es bei dir mit einem Städtetrip aus? Wandern ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Wie sieht es bei dir mit einem Städtetrip aus? Das klingt auch nicht schlecht. In welche Stadt würdest du gerne gehen? Warst du schon in Hamburg? Das klingt auch nicht schlecht. In welche Stadt würdest du gerne gehen? Warst du schon in Hamburg? Ja, in Hamburg war ich schon ein paar Mal. Ich würde gerne nach Berlin. Da war ich viel zu selten. Ja, in Hamburg war ich schon ein paar Mal. Ich würde gerne nach Berlin. Da war ich viel zu selten. Das können wir machen. In Berlin
gibt es so viel zu sehen. Das können wir gerne machen. In Berlin gibt es so viel zu sehen. Super. Wann wollen wir losfahren? Ich kann uns eine Wohnung mieten. Super. Wann wollen wir losfahren? Ich kann uns eine Wohnung mieten. Am besten gleich morgen früh. Lass uns keine Zeit verlieren. Am besten gleich morgen früh. Lass uns keine Zeit verlieren. Da stimme ich dir zu. Ich werde heute die Wohnung buchen und dann können wir morgen gleich losmachen. Du hast doch ein Auto, richtig? Da stimme ich dir zu. Ich werde heute die Wohnung buchen und dann können wir morgen gleich losmachen. Du hast doch ein Auto, richtig? Ja, genau. Wir können mit dem Auto fahren. Das ist kein Problem. Ja, genau. Wir können mit dem Auto fahren. Das ist kein Problem. Perfekt. Dann lass uns kurz einen Plan machen, was wir in Berlin alles sehen wollen. Perfekt. Dann lass uns kurz einen Plan machen, was wir in Berlin alles sehen wollen. Ach, ich plane ehrlich gesagt nicht so viel. Lass uns einfach nach Berlin fahren und spontan entscheiden, was wir machen. Ach, ich plane ehrlich gesagt nicht so viel. Lass uns einfach nach Berlin fahren und spontan entscheiden, was wir machen. Das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Das machen wir. Alles klar. Dann bin ich morgen um 9 Uhr bei dir. Das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Das machen wir. Alles klar. Dann bin ich morgen um 9 Uhr bei dir. Wunderbar. Muss ich etwas Spezielles einpacken? Wie sieht es mit Bettwäsche aus? Wunderbar. Muss ich etwas Spezielles einpacken? Wie sieht es mit Bettwäsche aus? Das gibt es alles in der Mietwohnung. Du musst nichts Besonderes mitnehmen, Steve. Das gibt es alles in der Mietwohnung. Du musst nichts Besonderes mitnehmen, Steve. Alles klar, dann bis morgen. Alles klar, dann bis morgen. Die Wohnung ist jetzt auch gebucht. Es kann losgehen. Die Wohnung ist jetzt auch gebucht. Es kann losgehen. Einen Tag später. Einen Tag später. Wir fahren nach Berlin. Endlich komme ich mal wieder aus München raus. Wir fahren nach Berlin. Endlich komme ich mal wieder aus München raus. Ja, auf Dauer wird es langweilig, wenn man nichts Neues sieht. Ja, auf Dauer wird es langweilig, wenn man nichts Neues sieht. Was wollen wir als erstes machen? Hast du eine Idee? Was wollen wir als erstes machen? Hast du eine Idee? Ich würde gerne zum Alexanderplatz gehen. Dort können wir ein paar Fotos machen. Ich würde gern zum Alexanderplatz gehen. Dort können wir ein paar Fotos machen. Das ist ein guter Plan. Das machen wir. Das ist ein guter Plan. Das machen wir. Ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später. Schau mal, Steve. Von hier aus kann man sogar den berühmten Fernsehturm sehen. Schau mal, Steve. Von hier aus kann man sogar den berühmten Fernsehturm sehen. Wow, das ist echt beeindruckend. Der Fernsehturm ist wirklich hoch.
Wow, das ist echt beeindruckend. Der Fernsehturm ist wirklich hoch. Am besten, wir machen ein paar Fotos, damit wir die Reise nicht vergessen. Am besten, wir machen ein paar Fotos, damit wir die Reise nicht vergessen. Was wollen wir machen? Hast du schon Hunger, Nils? Was wollen wir machen? Hast du schon Hunger, Nils? Ja, ich sterbe vor Hunger. Es gibt da ein sehr berühmtes Restaurant. Es heißt Curry 36. Dort gibt es anscheinend sehr gute Currywurst. Ja, ich sterbe vor Hunger. Es gibt da ein sehr berühmtes Restaurant. Es heißt Curry 36. Dort gibt es anscheinend sehr gute Currywurst. Super, da gehen wir hin. Super, da gehen wir hin. Frage für euch. Welche Stadt wollte Steve besuchen? A. Frankfurt, B. Hamburg, C. Nürnberg. Schreib einen Kommentar.